Hallo, liebe Schüler, jetzt kommen wir zur Bearbeitung dieser Stücke und das ist gar nicht so schwer, wie es aussieht. Jetzt kannst du ja, weil alles gruppiert ist, diese Stücke auch anklicken. Aber du kannst sie nicht nur mit einem Klick anklicken und auswählen, sondern du kannst sie auch zweimal draufklicken. Und dann erhältst du hier so einen durchsichtigen Rahmen um das Ganze herum. Du siehst es hier ganz deutlich. Diese kleine Ameisenstraße, die sich da herumbildet, die sagt uns, du darfst jetzt das Innere hier bearbeiten. Und jetzt wehrt sich das Drücken und Ziehen Werkzeug nicht mehr. Und ich kann hier innerhalb der Gruppe Dinge verändern. Und das machen wir auch gleich. Wir stellen uns hier auf die oberen Flächen, die müssen so leuchten. Und ziehen die Stücke schön nach unten. Achte dabei darauf, dass wirklich dein Raster überall aufgezeichnet gewesen ist, sonst funktioniert es nicht. Du ziehst das herunter und machst sozusagen auf der Hälfte von diesem Werkstück einen Durchbruch. Du öffnest das Werkstück und jetzt nimmst du das rechte kleinere Feld hier unten und löscht es auch ganz weg, indem du bis dahin gehst. Vorsichtig. Nicht zu weit gehen und auch nicht den linken davon nehmen, sondern nur dieses Stück. Jetzt nimmst du den Auswahlpfeil und klickst daneben. Dein erstes Stück ist fertig. Jetzt musst du das Ganze noch radieren und zwar nochmal draufklicken. Jetzt kannst du hier weiterarbeiten und du nimmst den Radiergummi und du löscht alle Linien, die hier überflüssig sind. Denn das ist ganz wichtig. Wir brauchen keine geknickten Kanten. Das ist ja ein Holzstück und das soll ja richtig massiv sein. Auch auf der Rückseite einfach drüber fahren. Hier drüber fahren. Hier drüber fahren. Fertig. Das ist dein erstes Werkstück. Halt, da habe ich was vergessen. Und hier auch. So, gut, im nächsten Video geht's weiter.